Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Neue Woche, neuer Montag, neue UV-Listen heißt es, Freunde. Deswegen freut es mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um diese Woche wieder einiges an Coins zu machen. Wie gesagt, ich habe da wieder ein paar UV-Listen vorbereitet, die üblichen und mit ein paar neuen Spielern drin, mit ein paar Empfehlungen drin. Ich werde natürlich wie immer dieses Video so aufziehen, dass auch jeder, der UV nicht kennt, das Ganze versteht, wie das funktioniert. Wenn ihr das Ganze schon kennt, versteht und einfach wöchentlich euch die Videos hier reinzieht, um ein paar neue Inspirationen und so weiter mitzunehmen, dann werdet ihr an der einen oder anderen Stelle wie immer vielleicht denken, okay, das weiß ich schon, can I chill? Aber ihr müsst halt auch immer so denken, dass es ein paar Leute da draußen gibt, die das ganze System noch nicht so ganz verstanden haben. Und ja, was gibt es Besseres, als zum Ende von FIFA UV ein bisschen zu grinden, weil es so einfach ist wie noch nie, weil es so gut funktioniert wie noch nie und ihr seid dann halt sehr, sehr gut vorbereitet für den nächsten FIFA-Teil. Klar, es wird EA Sports FC, man weiß nicht, ob das da überhaupt alles möglich ist, ne, mit Transfermarkt, Trade, Maiden, was weiß ich. Aber ich denke mal schon, dass es in eine ähnliche Richtung gehen wird von dem Aufbau her von Ultimate Team. Das heißt, man wird wahrscheinlich auch wieder traden können, man wird auch wahrscheinlich wieder UV machen können und dann könnt ihr es jetzt halt perfekt üben. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, nehmt euch die Informationen mit, nehmt euch die Spieler mit, lasst schon mal ein bisschen Liebe bei diesem Video da, wenn ich das wöchentlich weiterhin bringen soll. Ein Like und ein Follow ist sowieso kostenlos und ein Kommentar pusht den Algorithmus und ist auch kostenlos. Hä? Ich tue gerade so, als wenn ein Kommentar was kosten würde. Okay, Kommentar ist auch kostenlos, pusht den Algorithmus, Jungs. Ich bedanke mich auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der das Ganze hier supportet. Wir sagen, wir gehen mal rüber auf Footbin und schauen uns die Listen. Okay, und wie immer, meine lieben Freunde, starten wir mit der ersten Liste bis ca. 500.000 Coins. Das heißt, ihr habt jetzt vielleicht so 100, 200, 300, 400.000 Coins und möchtet einfach ein bisschen UV betreiben. Und dafür habe ich jetzt hier Spieler rausgesucht im Preissegment von 2.000 Münzen bis 10.000 Münzen. Über 10.000 Münzen macht einfach keinen Sinn, wenn ihr so wenig Coins habt. Unter 2.000 Münzen macht nicht so viel Sinn, weil es da wenig Karten gibt, mit denen UV gut funktioniert. Ich habe natürlich auch wieder hier die Untradables rausgemacht und so bei der Liste. Das könnt ihr übrigens hier oben machen, wenn ihr auf dieses Auge klickt. Und dann steht hier Untradables, SBCs und Objectives. Ne, falls ihr euch selber so eine Liste auch mal aufrufen wollt, aber ihr könnt natürlich auch einfach hier Screenshots machen oder euch das Video speichern und dann habt ihr diese Listen immer parat. Ja, ich habe jetzt hier einfach, wie gesagt, die ganzen Spieler nach Popularität sortiert, sodass ihr oben halt die Spieler seht, die am beliebtesten in diesem Preissegment sind. Das sind jetzt hier zum Beispiel Ferlo Mondi, Dembele, Kyle Walker, Hernandez und so weiter und so fort. Und das heißt, es sind Karten, die teilweise immer noch gespielt werden. Und ja, Jungs, ihr wisst, wenn ihr ein Follow bei Instagram da lasst und mir euer Team rüberschickt, habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das Team irgendwann mal anschaue. Weil ich gucke täglich immer so in meine DMs und versuche immer so 20, 30, 40, 50 Teams mir rauszusuchen und einfach mal meine Meinung dazu zu sagen. Ne? Also ich gucke da einfach meine DMs durch. Da sind immer sehr viele Teams, die ich ja gesendet bekomme. Und ja, es spielen wirklich im Mai noch Leute Goldkarten. Real Talk, Trust, das ist echt krass. Deswegen funktioniert UV auch gerade zur TOTS-Zeit sehr, sehr gut, weil Leute auch ihre Teams immer umbauen, neue Ligen ausprobieren, wenn neues TOTS rauskommt und so weiter und so fort. Wir haben ja jetzt gerade Bundesliga-TOTS, darauf müsst ihr aber eigentlich gar nicht achten. Aber UV funktioniert deswegen auch mit Goldkarten. Und ihr habt jetzt hier eigentlich die ganze Liste, könnt ihr alle Spieler benutzen. Wir hier weiter runter scrollen, auch diese ganzen Spieler könnt ihr easy peasy benutzen, das ist wirklich alles sehr, sehr gute UV-Karten und hier bis auf den Silberspieler vielleicht, könnt ihr auch die ganzen Karten gut benutzen. Da muss ich eigentlich gar nicht auf Seite 2, 3 oder so gehen, weil pro Seite sind das hier 30 Items und UV läuft nämlich so, meine lieben Damen und Herren, für die Leute, die es nicht wissen, versucht eure Liste so voll es geht zu bekommen. Das heißt, am besten oder im idealen Fall habt ihr 100 Spieler auf eurer Transferliste und bietet sie jede Stunde neu an. So funktioniert UV, beziehungsweise das ist das, ja, eins der wichtigsten Sachen bei UV, dass ihr halt wirklich eine sehr volle Liste habt. Wie gesagt, am besten 100 Plätze, aber auch 80, 90 oder so ist okay. Und dass ihr die Liste jede Stunde neu anbietet. Und das heißt, wenn wir jetzt hier 30 Spieler haben, dann könnt ihr jeden Spieler 3 bis 5 Mal holen und dann seid ihr ja bei über 100 Spielern locker. Also ein paar davon müsst ihr dann gar nicht holen oder könnt ihr dann gar nicht holen. Und deswegen muss ich auch gar keine Listen weitergehen, weil ihr habt halt hier, wie gesagt, die beliebtesten Spieler. Natürlich auf Seite 2 wird es auch noch den einen oder anderen Kandidaten geben. Hier ein Frimpong ist super, ein Ben Yedder ist super, Alaba, Joe Felix. Also ihr könnt auch noch die nächsten Seiten benutzen, aber rein theoretisch reicht die erste Seite für UV, meine lieben Freunde, weil ihr, wie gesagt, dann 3 bis 5 Spieler pro Spieler sozusagen einkauft. Im Zeitraum, das ist ganz wichtig zu beachten, abends. Man kauft UV-Listen immer abends ein. Sagen wir 19 bis in die Nacht ein. 19 Uhr bis in die Nacht ein. Also ihr könnt auch noch um 0 Uhr oder so einkaufen. Ganz wichtig ist für mich, dass ihr nicht tagsüber oder so einkauft, weil das ist meistens der Zeitraum, wo dann auch UV-Karten weggehen und so, weil halt ein bisschen weniger los ist auf dem Markt und dadurch automatisch weniger Angebot ist. Und wenn dann trotzdem Nachfrage besteht, dann gehen Karten halt leichter mal weg. Und das heißt, ihr könnt aber auch abends viel, viel besser snipen, weil viel, viel mehr Angebot reinkommt, wenn abends Leute irgendwelche SBCs machen, Packs öffnen etc. oder einfach spielen, so, ne? Und dann kommen halt einfach mehr Spieler auf den Markt und ihr könnt besser snipen. Weil jetzt kommt der nächste wichtige Punkt, nicht nur das Einkaufszeitenfenster, nicht nur wie viele Spieler ihr pro Spieler einkauft, ne, 3 bis 5, und was mit der Liste zu tun ist, sondern auch, wie kaufe ich denn jetzt Spieler ein? Sagen wir haben 19.30 Uhr und ihr wollt euch jetzt einen Kyle Walker kaufen. So, Kyle Walker liegt jetzt 19.30 Uhr bei 8.400 Münzen. Dann gehe ich erstmal runter und checke hier ab,
ab, was ist sein beliebtester Chemiestil? Anchor Shadow. Okay, das heißt, ich weiß, ich muss jetzt für unter 8400 Münzen oder für maximal 8400 Münzen auf dem Markt Kyle Walker mit Anchor oder Shadow snipen. Wenn ich das jetzt bekomme, sagen wir, da kommt ein Kyle Walker für 8000 Münzen rein, dann kommt vielleicht noch einer für 8,3 rein, 8,2 rein und so weiter und so fort. Scheißegal, ihr nehmt trotzdem diese 8,4 als Grundlage. Könnt einen Taschenrechner benutzen, irgendwann könnt ihr es auch einfach im Kopf selber und wisst schon, was für Aufschläge ihr benutzt ungefähr. Und dann macht ihr einfach den Move. 8400 Münzen ist euer Einkaufspreis, 5% sind immer EA-Tags, wenn ihr eine Karte verkauft. Das heißt, die müsst ihr so oder so drauf haben. Aber wir wollen natürlich auch noch Gewinn haben. Das heißt, ich mache immer mal 1,2 mal 1,25 oder mal 1,3. Aber ihr könnt einfach als Grundlage nehmen mal 1,2 und dann kriegt ihr schon mal einen Preis rauf, mit dem ihr 15% Gewinn machen würdet. Ne? Weil 1,2 sind 20% Gewinn sozusagen. 5% gehen halt ab für EA-Tags, wenn ihr den jetzt für 10.080 Münzen verkauft. Jetzt könnt ihr ab dem Zeitpunkt aber ein bisschen auch noch Spielraum mit einbringen. So, ihr habt jetzt Kyle Walker 5-mal gekauft. Wie gesagt, der Preis ist egal, Hauptsache maximal 8,4. Und dann bietet ihr ihn einmal für 10.250, für 10.500, für 11.000, dann vielleicht auch einmal glatt für 10.000, einen kleinen Schnapper und dann nochmal für 11.500 Münzen. So, wichtig ist halt, wie gesagt, wenn ihr den 5-mal kauft, bei jedem Spieler ist es so, dass ihr verschiedene Preise macht. Also ihr bietet jetzt nicht 5-mal dann Kyle Walker für 11.000 an, alle mit Shadow, weil dann denkt sich der Käufer auch so, warum ist da 5-mal hintereinander Kyle Walker für 11.000 mit Shadow? Das ist ja irgendein Trader oder keine Ahnung was. Ich suche mal lieber weiter, dass ich einen Kyle Walker mit einem anderen Preis finde. Und das ist halt eben, wenn ihr die zu verschiedenen Preisen anbietet, dann wird euer Kyle Walker früher oder später der günstigste auf der Seite sein. Dann wird er sich UV verkaufen. Ja, so wie zum Einkaufen, zum Verkaufen. Ich hoffe, ich habe das gut genug erklärt hier mit dem Taschenrechner. Und dann können wir nämlich rübergehen zur nächsten Liste und zur letzten Liste. Und dann sind auch alle glücklich, egal was für ein Budget ihr, wie gesagt, mitbringt. Zweite Liste des Videos ist nämlich wie immer die Liste bis zu 1,5 Millionen Coins, würde ich sagen. Natürlich könnt ihr, wenn ihr jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 700.000 oder 800.000 oder so habt, schon mal ein paar Spieler von der Liste hier nehmen, aber halt dann noch auf die andere Liste zurückgreifen. So könnt ihr es natürlich immer machen, ne? Wenn ihr jetzt hier Spieler von dieser Liste holt und denkt, okay, ich habe jetzt aber noch nicht meine 100 Plätze voll, habe nicht mehr so viele Coins, dann gehe ich lieber noch auf eine Liste weiter runter. Also ihr könnt immer noch eine Liste runtergehen, sage ich mal, und dann auch Spieler natürlich von der anderen Liste holen. Ihr seht, hier sind auch ein paar Spieler natürlich drauf, die eben bei der Liste drauf waren, die jetzt hier aufploppen, wie zum Beispiel ein Furlong Mundi oder ein Kyle Walker. Aber hier geht es jetzt mir eher darum, also das ist diese Low-Budget-Liste bis 500.000, aber ab dieser Liste geht es mir halt darum, dass ihr euch am besten Karten aussucht, Special-Karten. Ihr könnt auch die Gold-Karten nehmen, aber ganz wichtig ist es halt, dass ab 10.000 die Special-Karten anfangen und dann kriegt ihr hier halt so Spieler rein, wie so ein Brolin einfach Hero, wie ein Sirlot, wie ein Sambo Anguissa, Moses Simon, Ikone, Jin Tsung Park, Rafael Leao, Luis Openda, Musa Sissoko, Dumfries, Owu, Touré, Ben Yedda, Shomo Rudolph, Kim Ming-ji. Ihr seht, hier kommen Special-Karten, Jungs. Ich muss die ganzen Namen jetzt nicht weiter aufzählen. Und darum geht es mir eben, dass ihr euch jetzt hier anfangt, wenn ihr ein Budget über 500.000 habt, Special-Karten einzupacken. Und wie gesagt, wenn dann das Budget irgendwann knapp wird, dann geht ihr einfach entweder auf die Goldkarten, die ihr hier findet, oder geht halt eine Liste vor und holt euch noch so ein paar Low-Budget-Biester wie so ein Dembélé, Theo Hernandez, Tomori und so weiter und so fort, um die Liste voll zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier nochmal erklären muss. Ist natürlich selbes System. Nehmen wir als Beispiel jetzt mal Godfrey. So, wir kaufen den dann abends ein, 5-mal, gehen runter, gucken, was für ein Chemiestil hat der Bro. Der Chemiestil ist am beliebtesten mit Architect, Backbone, vielleicht noch ein Anchor und Shadow. Anchor und Shadow gehen eigentlich immer bei Defensiven, so wie Hunter bei Offensiven immer funktioniert. Aber anscheinend ist er auch sehr beliebt mit Architect und Backbone. Ja, hier Architect wahrscheinlich, weil er dann lengthy wird. Ja, selbes Prinzip. Ihr könnt jetzt einen Taschenrechner nehmen. Ich mache das mittlerweile halt nicht mehr mit dem Taschenrechner, weil ich die ganzen Preise schon so ungefähr im Kopf habe. Ich sage jetzt, bei ihm müsste man den so für 17.000 ungefähr anbieten. So 17.000 mal 16,5 und so weiter und so fort. Hier mache ich mal 1,2, zack, wir kommen bei 16.800 Münzen raus. Das heißt, ich würde ihn jetzt einmal für 17.000 anbieten, für 18.000, für 17.500, für 19, für 18.500 und vielleicht nochmal sogar für 16.500 auf ganz entspannte Basis. Ja, so läuft das Ganze auch hier ab. Das heißt, ihr seht, ihr könnt es immer für jeden Kartentyp einfach adaptieren. Und wichtig ist halt, wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht auf Kampf, nur weil ihr bis 1,5 Millionen Coins habt, nur Spieler von der Liste nehmen, sondern ihr könnt auch mit der anderen Liste kombinieren. Gleiches gilt, wenn wir jetzt zur Liste bis so 3 Millionen, 4 Millionen Coins gehen, das ist eigentlich so, dass, ja, wenn ihr einfach viele Coins habt, dann könnt ihr eigentlich die ganzen Spieler von dieser Liste hier benutzen, weil ihr seht, hier sind dann jetzt so die Higher Meter OP Goldkarten, sage ich mal, wie Neymar, Van Dijk, wirklich echt noch häufig auch gespielt werden, ne? Vinicius Junior, Ronaldo, Haaland und so weiter, aber halt auch schon echt geilere Special Karten, wie ein Dembélé in Form, ein Nunes OTW, hier haben wir Park Ji-sung, nicht sein Base, sondern sein World Cup Hero, Angekor,
Correa, Lucas, Paqueta, Super Guimaraes, Super Lemar, Lacazette, Raspadori, Bufal, das sind richtig nice UV-Karten. Also mit diesen Karten hier läuft UV mit Abstand am besten, Freunde. Deswegen zeige ich euch auch nochmal die zweite Seite, weil hier könnt ihr locker 3-4 Seiten lang gehen. Das sind immer noch alle super UV-Karten. Hier haben wir einen Calvin Phillips, hier haben wir einen Wijnaldum, Matt Hummels ist sehr, sehr gut. Mir Martinez ist sehr, sehr gut. Lundberg ist gut. Kiwil ist gut. Charavi ist gut. Simon hatten wir eben schon. Da haben wir hier noch einen Zakaria, der sehr, sehr gut ist. Ein Völler, der gut ist. Da haben wir hier einen Jean-Paul Dompion-Bopopon, der sehr, sehr gut ist. Traoré, JJ Okocha, Wilfried Zaha ist cool, Mascherano ist cool, Araujo ist cool. Bruder, ich kann hier wirklich so lange durchgehen. Also hier fängt es richtig an, Spaß zu machen, aber auch dasselbe gilt natürlich, wenn ihr nicht mehr genug Coins habt, dann geht lieber auf die günstigeren Listen. Auch hier könnt ihr, ihr müsst nicht auf eine davor gehen, ihr könnt auch einfach dann wirklich auf die günstigste gehen. Ne? Keine Ahnung, ihr habt jetzt 70 Spieler, habt noch 200-300k, dann wisst ihr, okay, wird vielleicht ein bisschen kritisch mit dem Budget, dann hole ich jetzt für die letzten 30 Plätze mal lieber ein paar Gold-OP-Karten, weil die halt eben auch IV funktionieren. Und im Endeffekt, ob ihr 20% Gewinn bei einem Eder Militao macht oder 20% Gewinn mal in so einer Karte macht, macht auf die große Masse gesehen keinen Unterschied. Hauptsache, ihr macht halt was, macht Gewinn, habt eure Liste möglichst voll und bietet sie halt jede Stunde an. So, dann gehen wir noch zur letzten Liste rüber. Und zwar, das ist die Liste, wenn ihr einfach unfassbar unendlich viele Coins gefühlt habt und einfach denkt, hey, ich kriege ganz easy 100, eine 100er Liste voll mit den Spielern von der. Ich brauche mal noch ein paar teurere Spieler, weil ich am Ende des Tages dann immer noch Münzen übrig habe. Und dann könnt ihr natürlich hier, damit ihr noch mehr Coins macht, ein paar teurere Spieler noch benutzen. Ich glaube, über diese Marke von 75.000 Coins würde ich nicht gehen, aber ihr seht, hier ploppen dann noch mal ein paar Karten auf, die halt eben vorher nicht aufgeploppt sind, sei es hier ein Smolarek, World Cup Hero, ein CL7 Inform, hier kommen dann auch Icons, wir haben hier Marquisio, wir haben Haji, wir haben Wayne Rooney, hier haben wir noch so einen Emerson, der auch sehr, sehr cool ist für die Liste, ein Cancelo, Vitinha, Future Star, hier haben wir noch weitere Icons wie Butragueno und Sola, Paulo Dybala, OTW ist hier jetzt mit aufgeploppt, obwohl ich glaube, der ist sogar eben auch aufgeploppt, mal überlesen, hier weitere Icons und Karten, die vorher nicht aufgeploppt sind, Fabian, Fantasy, auch sehr coole Karte. Konaté, UCL, Dalglish, Nketiah, Future Star, Philipp Lahm, diese Trophy Titan. Da haben wir hier einen Haaland Inform sogar schon, der hier aufploppt. Ein Petri, Toti, Honorable Mentions, ein Saka World Cup Phantoms, der eben aber auch aufgeploppt ist, glaube ich. Ein paar Icons wieder und so weiter und so fort. Also ihr seht, hier sind dann einfach nochmal ein paar Karten. Die würde ich mir dann wahrscheinlich am Ende einfach noch kaufen, wenn ihr seht, hey, ich habe noch 10, 20 Plätze, habt ihr meine Liste mit den ganzen Spielern voll und habe jetzt noch eine Mio rumliegen. Dann könnt ihr euch halt hier nochmal ein paar Brocken nehmen, ne? Nehmt ihr noch einen Ferdinand mit, nehmt ihr hier noch so ganz entspannten Gabriel Jesus OTW mit und so weiter und so fort und macht damit dann die letzten 10, 20 Plätze voll, sodass ihr euer Budget maximal ausschöpft und eine bestmögliche UV-Liste habt. Damit, meine Freunde, sind wir auch am Ende vom Video angekommen. Ich muss das Ganze ja nicht in Länge ziehen. Ihr habt wieder gesehen für jede Liste. Könnt euch das, wie gesagt, screenshotten oder speichern. Ich hoffe, ihr habt das System von UV auch wieder verstanden. Ich hoffe, also ich weiß nicht, für mich ist es auch immer wieder was Neues, jede Woche das neu zu erklären. Dadurch verliere ich aber auch nicht das System in meinem Kopf, wie UV funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch die Videos auch weiterhin reinzieht, immer schön zuhört, immer weiter im UV-Grind drinnen bleibt. Wie gesagt, falls ihr es am Anfang nicht gemacht habt, lasst gerne ein bisschen Liebe hier, Like, Follow, Kommentar für den Algo. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.